Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in der Volksrepublik Wallonien, wo langsam aber sicher wirklich eine neue Zeit anbricht. Denn wir haben zwar schon seit einiger Zeit keine neuen Bauprojekte mehr gestartet, aber es war immer noch extrem viel zu tun, um irgendwie Anpassungen, Optimierungen vorzunehmen, um Dinge zu lösen, die sich plötzlich ergeben haben, irgendwelche Krisen, die zustande gekommen sind und zum Beispiel Kollisionenzüge, die sie nicht passieren können. Ja, solche Geschichten. Und da haben wir wieder eine und wir merken uns kurz, was ich gesagt habe und schauen mal, was passiert denn hier. Warum gibt es eine Kollision? Warum kann der da nicht weiterfahren? Also wo will der eigentlich hin? Das ist schon lustig, diese Anmoderation. Der will nach Stralsund. Und der müsste doch eigentlich jetzt hier fahren können. Kann es sein, dass diese Weiche keine E-Verbindung hat? Keinen Strom hat? Doch, hat sie, glaube ich. Was ist sein Problem? Der müsste doch eigentlich da durchfahren können. Ja, kann er auch. Und da halten müsste doch auch möglich sein. Also gibt es eigentlich keine Kollision. Vielleicht gab es ein anderes Problem. Wir wissen nicht genau was. Aber es ist am Ende doch kein Problem gewesen. Dann kann ich meinen kleinen Monolog fortsetzen. Also es war immer bisher irgendwas Krasses irgendwie noch zu tun, zu verbessern, zu optimieren. Jetzt im Moment, und man muss vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle Probleme, oh Gott, ich wage es gar nicht auszudrücken, dass alle Probleme eigentlich gelöst sind. Dass alles ziemlich gut läuft. So, und dadurch, dass wir jetzt auch, dass wir auch nichts weiter zu bauen haben, stellt sich die Frage, was tun jetzt eigentlich, bis Potsdam fertig gebaut ist. Eine Sache gibt es noch zu tun, aber danach wird es so ein bisschen um Baumpflanzungen gehen und Verschönerungen. Das ist etwas, was ich bisher nie im Let's Play selbst gemacht habe. Ihr seht zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Polymerseburg, ist ja eigentlich sehr, 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 sehr verschönert. Das habe ich mal in einem Verschönerungsstream gemacht. Warum habe ich das bisher noch nicht im Let's Play gemacht? Weil ich das Gefühl habe, das ist sehr feinteilige Fummelarbeit, sehr kleinteilig und vor allem dauert das sehr, sehr lang. Also, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich hatte das Gefühl, zum Beispiel nur an Polymerseburg haben wir einen ganzen Abend irgendwie 3 Stunden gesessen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber schaut mal, wir haben noch ein Fragezeichen. Seht ihr, die Sache löst sich dann doch von selbst. Und hier ist schon wieder ein Zug, der hier gar nicht sein dürfte. Was ist denn das für ein irgendwie ziemlich veraltet aussehender Zug, der hier... Ach, ich glaube, den hatten wir neu hier irgendwie reingesetzt, ne? Wir gucken uns mal kurz die Linie an. Interessanterweise dürfte der gar nicht hier langfahren. Der müsste eigentlich den Wegpunkt nutzen. Das kann sein, weil ich in der letzten Folge... Züge irgendwo auf Linien gesetzt haben, wo sie dann unterwegs quasi sich neu orientieren mussten, dass es jetzt zu Problemen gibt. So, deswegen versuchen wir das jetzt einmalig zu lösen. Und sein Plan ist es, von Uelsnes nach Mühlhausen zu fahren. Und jetzt sucht er den Wegpunkt. Und wir können ihm ja einfach sagen, bitte fahr mal direkt nach Mühlhausen. Dann brauchst du jetzt nicht über den Wegpunkt fahren. Dann findet er den Weg. Und ich würde mal behaupten, dass er auf dem Rückweg dann richtig fährt, weil dann ist ihm ja klar gesagt worden, wie er fahren soll. So, jetzt fährt er hier rüber. Ja, der Zug ist veraltet, aber es ist okay. Und das Problem ist auch gelöst. Gut. So, also, ich denke, so wird das jetzt laufen. Wir werden vielleicht immer nebenbei so ein paar Verschönerungen machen. Ich war kurz dabei zu erklären, dass ich es bisher nie im Let's Play selbst gemacht habe. Und insofern ist das für mich jetzt auch so ein bisschen ein Experiment. Funktioniert das? Macht das Laune? Kann man das machen? Ist das unterhaltsam?
Ist das abendfüllend gewissermaßen oder nicht? Das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. Es könnte deswegen unterhaltsam sein, weil alles immer unterbrochen wird durch so Kleinigkeiten, die plötzlich aufpoppen, wo man dann sich doch wieder drum kümmern muss. So wie eben zum Beispiel. So will ich das handhaben. Ich will jetzt kleinere Projekte vielleicht immer ein bisschen verschönern und dann gucken wir, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, die uns nervös machen, dann schauen wir uns das genauer an. So, aber eine Sache ist noch ziemlich offen, nämlich das Thema der Studentenwohnheime. Da gab es mehrere Hinweise. Der erste Hinweis ist, ob es was mit der Regierungsloyalität zu tun hat. Ich glaube nicht, aber ich werde sie trotzdem reduzieren auf 50%, weil 70% ist für Leute, die noch nicht studiert haben und noch nicht unsere großartigen Lehren des wallonischen Sozialismus im Studium kennengelernt haben, kann man noch keine höhere Regierungsloyalität erwarten. Da sind wir mit 50% schon mal zufrieden. Das muss schon dann vom Elternhaus kommen, ne? Also ein bisschen Loyalität muss schon sein. Der Rest kommt dann hier. So, aber die spannende Frage ist, warum kommen hier keine Studenten rein? Weil wir haben eigentlich eine Nahverkehrsverbindung. Es muss irgendwie, also es ist theoretisch möglich, dass Leute ohne Studienabschluss das Ganze erreichen. Da gab es jetzt entsprechend mehrere Hinweise und das will ich jetzt kurz erklären, weil das ist wichtig zu verstehen. Offenbar ist die Spielmechanik so, dass nur dann dort Studenten einziehen oder beziehungsweise Leute ohne Hochschulstudium, wenn diese Wohnheime fußläufig erreichbar sind und Betonung nicht wirklich auf fußläufig, umsteigen, Nahverkehr zählt hier nicht, fußläufig erreichbar sind von ihrer Wohnung, in der sie noch hausen, in irgendeiner Abstellkammer, die 21 Pluser zum Beispiel, dann würden die da einziehen. Das ist, wie ich finde, eine ziemlich doofe Spielmechanik, weil es komplett unintuitiv ist. So wie wir Studentenwohnheime verstehen, sind die in der Regel nah an der Universität und da zieht man dann hin von sonst wo, um dort während seines Studiums zu wohnen. Hier aber, die Spielmechanik, verlangt es eigentlich, dass die Studentenwohnheime in der Nähe der Wohngebiete stehen und gar nicht so unbedingt in der Nähe der Universität selbst. Ja, das wusste ich vorher nicht. Das ist nun geschehen. Die Frage ist, was tun? Eigentlich gibt es da nur eine Möglichkeit. Und zwar, wir können die Studentenwohnheime, und das war mir vorher auch nicht bewusst, danke auch für diesen Hinweis, wir können die Studentenwohnheime manuell besetzen lassen, also manuell zuweisen und dann auch tatsächlich aus der gesamten Republik. So, und das probieren wir jetzt mal. Das ist eine ziemlich mechanische Angelegenheit. Ich glaube, ich werde das jetzt nicht für alle Häuser durchexerzieren, aber wir machen das mal für vielleicht 1, 2, 3. Mal gucken. Ich habe mir überlegt, um das noch ein bisschen unterhaltsamer zu machen, wir werden diese Häuser nach unseren Städten benennen und ein Haus für die Studenten aus Neueswerder, ein Haus für aus Uelsnitz und so weiter und so fort, werden wir die belegen und dementsprechend auch so bezeichnen. Wir nennen das einfach mal, ja, Studentenwohnheim, SWH, Haus Neueswerder. So, das behalten wir mal jetzt hier. Und wie machen wir das jetzt? Interessanterweise gelten als potenzielle Studenten alle Erwachsenen, die keinen Hochschulabschluss haben. Insofern auch Ältere. Wir können zum Beispiel die Plattenbauten hier mal nehmen. Ich nehme mal jetzt 4 oder so mit, damit wir möglichst viele potenzielle erwischen. Da können jetzt zum Beispiel auch 70-Jährige dabei sein, die nochmal ein Seniorenstudium machen. Alles möglich. Hauptsache, sie haben noch keinen Abschluss. Wäre vielleicht nicht super effizient, weil sie irgendwann sterben werden, aber egal, da wollen wir jetzt nicht drauf gucken. So, wie machen wir das? Wir können hier wählen, verlege bis zu 10 Bürger in ein von dir gewähltes Wohngebäude. Und das, und da dachte ich immer bisher, ja okay, aber das wollen wir ja nicht. Aber das Spiel filtert hier automatisch jetzt diejenigen raus, die keinen Hochschulabschluss haben, wenn man als Ziel ein Wohnheim nimmt. So, das heißt, ich nehme die jetzt mal hier zack, 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 zack.
Da habe ich jetzt hier alle weggenommen und ihr seht, das ging kurz runter, wird aber sofort wieder belegt durch die 21-Pluser, die irgendwo anders wohnen. Jetzt habe ich aber blöderweise das falsche Haus genommen. Egal, nennen wir es nochmal um. So, das mache ich jetzt mal hier auch. Ich weiß nicht, wie voll das ist. Ja. Das ist voll. Okay, da haben zwei Hochhäuser schon genügt. Und insofern, lasst uns hier dann nochmal die Bezeichnung ändern. Also, Studentenwohnheim, Haus, Neues Werder. So. Jetzt haben wir hier 85 Leute drin. Ja. Interessanterweise Durchschnittsalter 32. Das hatte ich ja erklärt. So, und die dürften jetzt alle keinen Hochschulabschluss haben. Sehen wir das irgendwo statistisch hier nochmal? Ne, wahrscheinlich ist das logisch, weil es ja ein Wohnheim jetzt ist. Naja, und die dürften jetzt, so meine Hoffnung, jetzt anfangen, hier Student zu sein in diesen Häusern. Und wir sehen, naja, da könnten jetzt schon sogar mehr sein. Wir könnten hier vielleicht sogar schon mal verdoppeln, die Kapazitäten. Wenn wir das jetzt hier weitertreiben. Ja, ja. Hier ist schon ein bisschen mehr möglich. Hier gehen wir schon mal auf 25. So. Aber wir haben hier oben eine Botschaft bekommen. Deswegen schauen wir uns die zuerst an. Bau beendet. Werkstatt klein. Potsdam. Ah, ja. Liebe Leute. Haha. Wir können also hier das Werkstatt-Ding jetzt auch noch durchziehen. Und das machen wir auch. Und das bedeutet, wir holen uns jetzt das, was wir in Neulandenburg gemacht haben. Das ist ja die letzte Werkstatt nach ähnlichem Vorbild. Und da kriegen wir die entsprechenden zugewiesenen Verteilungsbüros. Da wurde ich übrigens darauf hingewiesen, dass ich ein Häkchen falsch gesetzt habe. Danke für den Hinweis, habe ich inzwischen korrigiert. Es fehlt tatsächlich jetzt nur noch Stoff. Der Rest ist da. Das heißt, das klappt schon mal alles sehr gut. Also es gab da hier und da ein paar Zweifler, was das nationale Zentrallager betrifft, aber das ist nach wie vor sehr funktionsfähig. Gut, und wir müssen bei Stoff eben abwarten. Okay, also dann schauen wir mal. VZ, wartet, wir sollten die Lagerkapazitäten nochmal bestimmen. Beim Stahl machen wir wieder 100% Stahl. Das ist das Einzige, glaube ich, was da direkt reingeliefert wird. Und hier hatten wir gemacht 30 und 10. 30 bei Mechanik und 10 bei Elektronik. Mengen begrenzen. Wir müssen alles auf 0 setzen erstmal, ne? Ja, weil wir hier jetzt ein Lager haben. Okay, dann übernehmen wir das mal von hier. Stoff machen wir 20. Dann haben wir Elektronik 10. Mechanikbauteile 30, Kunststoff 20 und das ist jetzt eigentlich Elektronik. Das muss eigentlich 10 werden. Das andere sind Elektronikbauteile 20. So, das ist erstmal die Grundverteilung. Und jetzt wollen wir die VZs zuordnen. VZ Stahl. Ah, wartet mal. Ist das jetzt möglicherweise... Ne, das ist das Baubüro. Das ist auch interessant. Aber ich dachte, es wäre schon das Stoff-VZ. Das hätte nämlich jetzt Vorrang. Aber nein, es ist das Stahlding. Das ist okay. Also hier bitte. Machen wir auch hier 80% Stahlliefer. Dann mechanische Komponenten. Hierhin. Ja, ich meinte, hier ist... Wir haben jetzt sehr, sehr viel Platz, wobei so viel ist das gar nicht, ne? 30 Tonnen. Da können wir auch 80% machen oder vielleicht ein bisschen entspannter, 70. Mechanikbauteile. So, Elektronik. Hier. Machen wir 70. Dann... Elektronische Komponenten.
und Kunststoffe. So, und jetzt muss ich eine Sache noch kurz gucken. War das jetzt hier eben richtig? Ja, das war richtig. Okay, da haben wir das jetzt schon mal zugewiesen. Es bleibt dabei auch hier keine Fahrzeuge. Jo, nö. Das sollte dann so erstmal funktionieren. Prima. Das nächste Gebäude, was fertig war, war dieses Baubüro. Und das war ja interessant. Ah, da ist der Kran noch drauf. Der wird aber jetzt abgeholt. Hier war ja die Idee, dass wir hier ausschließlich Kipper und Betonmischer nehmen. Weil das so ein bisschen so eine Schwachstelle uns erschien. Das heißt, wir müssen erstmal die Quellgebäude definieren. Und die finden wir hier. Das heißt, Kies sollt ihr bitte von hier holen. Halt, jetzt müssen wir auch aufgucken, was ist B-Laden? Das ist Entladen. Das heißt, ihr müsst natürlich zur B-Ladestelle. Asphalt sollt ihr hier holen. Und Beton soll hier geholt werden. So, das ist das eine. Und jetzt natürlich die entsprechenden Baumaschinen kaufen. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Betonmischer können nur Beton holen. Wer holt denn jetzt Asphalt eigentlich? Wie war das denn nochmal? Ach, Asphalt wird auch mit dem Kipper geholt. Ganz vergessen. Okay, na dann. Würde ich sagen, wir haben 12 Slots. Dann machen wir mal 8 Kipper. Ein bisschen Varianz gönnen wir uns. Und 2 Betonmischer. Ne, 4 Betonmischer. So, dann springen wir jetzt hier nochmal hin, weil wir brauchen hier idealerweise dann auch nochmal eine Belieferung von Treibstoff. VZ-Flüssigkeiten 2 muss dann hier auch nochmal hin. Ja. So, und dann, die fahren jetzt noch nicht, weil sie keine neuen Baustellen haben. Dann sollten wir jetzt auch noch die Baubüros korrekt zuweisen. Das heißt, wo sind wir? Ölsnitz. Wir müssen noch auch die Potsdam eigentlich hier haben, ne? Ah ja, das sind sie. Okay, Baubüros hinzufügen. Das soll hinzugefügt werden. Und jetzt können wir natürlich noch aktiv Baustellen zuweisen, die vielleicht noch nicht haben. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert hat. Ah ja, wir sollten auch noch die automatische Suche maximieren. Und ja, hier sind jetzt ziemlich viele Baustellen hinzugefügt worden. So, das heißt, wenn jetzt alles gut läuft, wird es jetzt hier richtig abgehen. Und wir sehen, ein Kipper nach dem anderen verlässt diese provisorische Bauunion. Jetzt bin ich aber mal neugierig, ob jetzt alle losfahren oder wie jetzt hier so der Stand der Dinge ist. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, und da sieht man aber auch, dass der Bedarf scheinbar wirklich hoch war. Aber 3 bleiben stehen. Okay. Nee, der fährt auch los. Da kommt der Treibstoff geliefert. Und zwar gleich mit 2. Krass. Naja, 30 Tonnen. Ihr könnt jeweils 16 Tonnen laden. Ist klar, dass dann gleich 2 ankommen. Es gibt ja auch 2 Slots dort. 2 Parkplätze. Passt. Wobei wir gesagt haben, dass sie, glaube ich, nicht voll... Interessant, die tanken trotzdem da voll, ne? Obwohl wir, haben wir nicht da irgendwie 60% eingestellt? So, er fährt jetzt auch los. Das ist ja erstaunlich. Und wird der auch losfahren? Ah, ich wusste gar nicht, schaltet er sein Licht ein, wenn man den markiert? Cool.
Nee, der ist der Einzige, der stehen bleibt. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt richtig erfolgreich und wichtig gewesen. 11 von 12 Fahrzeugen hatten sofort einen Bedarf. Und das wird jetzt hier die Bautätigkeit in Potsdam mit Sicherheit richtig voranbringen. Gut, ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen weiter mit unseren Studentenwohnheimen. Machen hier die Umbenennung. Studentenwohnheim Haus Rülsnitz. Und gehen nach Uelsnitz, ist ja auch die zweite Stadt, die wir gebaut haben, und suchen uns möglichst schöne große Plattenbauten aus. Hier sind 179 Leute, hier haben wir 272, ah, wir durchmischen das nochmal ein bisschen, ne? Müssen ja auch alle die Chance haben. Na gut, das sind eher kleinere Gebäude, nehmen wir da nochmal einen mit. 360 wohnen da, okay. Krass. So, dann 10 Bürger. Okay. Das ist wahrscheinlich gleich voll hier, ne? Tatsächlich, okay. Wir mussten nicht 4 Wohngebäude. Ich würde mal sagen, beim nächsten werden wir nur 3 nehmen. Hier sind direkt schon 85 drin. Und hier 60, 56. Und ihr seht, alle Bildungsniveau unten, nur Schulabschluss. Also wir werden jetzt hier so eine richtige Bildungsoffensive machen. Es gab irgendwo eine Statistik über die Zahl derjenigen. Hier haben wir das. Schaut mal, republikweit. Wir haben 43.500 Arbeiter. Davon 30% ohne Universitätsabschluss, 70% mit Universitätsabschluss. Und ich denke, die Hauptstadt wird jetzt, wow, das ist aber auch eine krasse Quote, ne? Was für eine fortschrittliche Bildungsrepublik. Die Hauptstadt wird das jetzt bestimmt auf 80% bringen, oder? Wobei, das Problem ist der Durchlauf. Und was ich nicht so richtig weiß, was passiert jetzt eigentlich, wenn die zu Ende studiert haben? Wo gehen die dann hin? Ziehen die dann irgendwie um? Und dann muss man wahrscheinlich manuell immer nachlegen, was natürlich dämlich ist. Oder bleiben die bis zum Tod hier und gammeln in den Studentenwohnheimen rum, obwohl sie eigentlich gar keine Berechtigung mehr dazu hätten. Das ist eine spannende Sache, die wir noch so ein bisschen im Blick behalten müssen, wie mir scheint. So, was gab es hier noch für Nachrichten? Das VZ Nationalstoffe ist beendet worden. Das ist jetzt wichtig. Sehr schön. Wir brauchen natürlich zuallererst Fahrzeuge, und zwar abgedeckte Ladefläche, klar. Hier 9,8, da auch 11. Nehmen wir nochmal so ein und so ein rein. Dann gucken wir mal, dass wir hier erstmal VZ-Flüssigkeiten hinbringen können. Aber ich fürchte, da sind wir hier auch voll in Stralsund. Wir hatten doch da so eine... Hatten wir nicht noch eine Hilfskonstruktion irgendwie? Man könnte nämlich das auch aus Neueswerda holen. Ist ja auch quasi fast jetzt gleich weit weg. Ja, hier bin ich schon, glaube ich, auf diesen Trick gekommen. Und da ist auch noch ein Slot frei. Perfekt für uns. Machen wir das. 50%. So, das Entscheidende ist aber jetzt... jetzt hier erstmal Stoff irgendwie herzubekommen. Und dazu müsste ich kurz mal finden, wo wir das Haupt-VZ für Stoffe hatten. Das war doch auch hier unten, oder? Ja, VZ Nationalstoffe, da haben wir es. Wir holen die Stoffe hierher. Nee. Doch, da holen wir die Stoffe her. Das ist unsere Stofffabrik. Genau, so war es ja richtig. Ha, ganz vergessen. Läuft das hier eigentlich? 13 Arbeiter? Ja, 221. Doch, man kann sagen, das läuft. Scheint auszureichen, sagen wir es mal so. Also, hier sollt ihr die Stoffe beladen. Beladenstoffe. Über 10%. Hm, können wir auch über 0% machen. Ist egal.
Und jetzt geht's ans Entladen. Und da haben wir eigentlich nur die beiden neuen Werkstätten, die wir bedenken müssen. Und das ist einmal diese hier. Da machen wir 80%. Und die neue Werkstatt in Potsdam. Auch das eine Metro-Werkstatt. Hier können wir allerdings das Lager nehmen. Entladen. Stoffe. So, das war's schon. Damit sollte es jetzt losgehen. Und wir sehen, die sind auch schon direkt am Fahren. Und das bedeutet, dass hoffentlich die Metro in Neulandenburg dann auch bald richtig saniert werden kann. Preis von Öl auf den Weltmärkten steigt. Das ist gut für uns, weil ich glaube, wir exportieren immer noch Öl. Feine Sache. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns nochmal das dritte Haus vor. Und das wird... Was mache ich denn hier? Ich habe... Oh Gott, ey, Leute. Ich glaube, der Staatsratsvorsitzende wird auch langsam senil. Okay, ich habe wieder eine falsche Benennung gemacht. Studentenwohnheim, Haus Oelsnitz, war das hier eigentlich? Jetzt kommt das Haus Stralsund. Ja, behalten es mal hier, um zurückspringen zu können und gucken mal. In Stralsund gibt es ja, es gibt doch auch ein paar Hochhäuser. Hochhäuser sind in der Hinsicht sehr effizient. Wir nehmen jetzt nur mal 3 mit. Und gehen zurück. Da sind wir schon voll. Okay, was machen die jetzt eigentlich? Das würde mich interessieren. Die gehen jetzt alle einkaufen wahrscheinlich erstmal. Ja, so viele Studenten sind hier gar nicht. Verteilt sich scheinbar ganz gut. Gibt mehr Professoren als Studenten. Oder die genießen erstmal ihr neues Leben weg von zu Hause. Im Übrigen, ja, es gab schon Kommentare. Ja, wir haben keinen Sport und keine Kultur. Das soll ja später alles geregelt werden durch unsere wunderbaren Trolleybusse, die dann die Passagiere hier in die Stadt bringen zu den Kultur- und Sportzentren. Das soll natürlich alles passieren. Okay, wir gucken mal hier. Hier sind Sachen fertig neu gebaut worden, ob wir hier Dinge erledigen müssen. Das sieht nicht so aus. Niemand wohnt hier. Hier können wir aber den Einzug gestatten, so wie es aussieht. Hier machen wir nochmal kopieren. Ja, das Problem ist, die sind ohne Job. Hat das Auswirkungen auf die Zufriedenheit? Na, ist uns eigentlich erstmal egal, ne? Die werden schon dann einen Job bekommen. Da, in diesen ganzen Gebäuden, da sind so viele Arbeitsplätze. Was ich aber sehe... Das ist ganz schön weg hier, ne? Die Haltestelle. Na, sie ist schon erreichbar. Könnte sich sonst überlegen, ob man nicht hier auch noch eine Haltestelle setzt. Ja. Um denen den Weg so ein bisschen zu erleichtern. Andererseits... Ist es nötig? Ja, es ist vielleicht nötig, weil wir sehen, dass die Zahl der Wartenden doch relativ hoch ist und die echte Kapazitätsprobleme haben. Insofern pausiere ich mal. Ne, brauchen wir gar nicht pausieren. Insofern breche ich, glaube ich, mal hier den Straßenbau mal kurz ab. Es tut mir sehr leid. Wir nehmen das mal weg und werden jetzt hier noch eine Trolleybus-Haltestelle etablieren. So, Strom ist da. Vielleicht ein bisschen weiter hier rüberziehen. Die Straße können wir dann nachher da noch verlängern.
Ah, was ist denn das für ein Terraforming da jetzt? Passiert da jetzt irgendwie Mist? Ist ein bisschen komisch, was da Terra geformt wurde. Da wurde jetzt wie so ein kleiner Hügel reingeformt. Hier geht's runter, aber das ist noch erträglich. Naja, es würde sonst hier ein bisschen sanfter runtergehen. Aber ich denke, das ist noch erträglich. Kann gebaut werden. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir da noch eine Haltestelle haben. So, dennoch würde ich sagen, lassen wir hier schon den Einzug zu, denke ich mal. Man könnte sich überlegen, ob man nicht hier die Arbeiter auch irgendwo abholt. Ja, man könnte einfach sagen, okay, Leute, ihr könnt hier einsteigen. Und dann bringen wir sie halt irgendwo anders hin. Das heißt aber, ach, das ist nur so eine Kurzstreckenverbindung. Wir müssen hier natürlich in der Linie auch das Beladen der Arbeiter zulassen. Die werden dann dort entladen. Ja, hilft ihnen das dann? Naja, dort können sie warten. Dort werden sie abgeholt von anderen Bussen. Vielleicht ein bisschen besser. So, wir sehen auf jeden Fall, wie diese ganzen Arbeiter jetzt da alle hinströmen. Und darauf warten, abgeholt zu werden. Möglicherweise müssen wir direkt auch nochmal einen neuen Bus da etablieren. So, okay. Auf der Seite gibt es jetzt erstmal nichts besonders Neues zu Menschen. Hier neuer Parkplatz vielleicht freigeschaltet, weiß ich nicht genau. Okay, hier haben wir immer noch den Einzug verboten. Ja, wobei das ist eine Sache, über die man inzwischen schon nachdenken kann. Entscheidend ist ja, funktioniert die Heizung schon? Und hier können wir sagen, wahrscheinlich noch nicht. Wobei hier, die funktioniert offenbar. Die funktioniert, warte mal, das ist ein Tauscher, ne? Ja, okay. Das heißt, die ist eigentlich wichtig. Der Rest ist ja nur eine Weiterleitung, eine Pumpe. So, und die ist gebaut. Die funktioniert eigentlich. Die beliefert. Okay, das heißt eigentlich, wenn die Heizung da ist und wenn gleichzeitig ein Einkaufszentrum da ist, und da müssen wir nochmal auf die Suche gehen, ich bin mir sicher, dass ich hier ein Einkaufszentrum irgendwo geplant habe, dann kann hier bezogen werden. Aber wo ist es, das Einkaufszentrum? Rathaus? Café? Kulturministerium? Schule? Konzerthalle, Theater, Tanzhalle, Krankenhaus, Feuerwache. Wo ist das Einkaufszentrum? Das Pyramidenmuseum sieht auch schon ganz gut aus. Da oben haben wir ein riesiges Einkaufszentrum. Das ist ganz schön weit weg. Habe ich das so beabsichtigt? Halt, hier haben wir eins. Das ist okay. Das schließt ziemlich viel an. Und ich glaube, da hatten wir dann geplant, dass die anderen irgendwie mit irgendwelchen Verkehrsmitteln da oben hinkommen, ne? Joa. Ja, also insofern spricht das dafür, dass wir tatsächlich eine weitere Teileröffnung machen können. Und dann diese ganzen Cafés und Kindergärten und Schulen und sowas alles. Und das zählt im Übrigen, ja, das sind so die Mod-Gebäude, die weitestgehend auch als Universitäten oft gelten, also auch nee, Palast der Republik nicht, aber manche andere Sachen. Das ist einfach nur so ein Trick in gewisser Weise. Warum ist eigentlich der Bau unterbrochen und ist nicht zugeordnet? Ganz einfach, weil die Straße noch nicht fertig gebaut ist. Okay, es wird also alles kommen. Gut, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Wir werden dann auch weiter an den Wohnheimen arbeiten. Schön zu sehen, wie die jetzt auch nachts super beleuchtet sind, weil die komplett gefüllt sind. Und dann geht's hier und da so ein bisschen ans Bäume pflanzen und natürlich immer wieder nachjustieren. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.